Doug Aitken? Doug Aitken ist eine der, sage ich mal, wichtigsten Persönlichkeiten der Kunst der letzten 15 Jahre. Sie erinnern sich sicher noch an den Auftritt auf der Biennale in Venedig bei Harald Seemann, großartig, wirklich ein riesengroßer Raum voll von Videoprojektionen, Bilder einer Großstadt, Los Angeles. Aitken lebt da in Venice Beach, ist ein Surfboy einerseits, aber andererseits natürlich auch ein sehr genauer Beobachter des städtischen Lebens. Wir haben hier das große Privileg, Impuls 5, eine Soundinstallation von ihm zeigen zu dürfen, die in einer Schweizer Privatsammlung sich befindet, in der Walter A. Bechtler Stiftung, die viele kennen Sie vielleicht, weil sie auch die Heureka am Zürichhorn besitzt, die sich immer wieder auch solche wirklich speziellen Werke kauft, um sie dann der Öffentlichkeit zumindest leihweise übergeben zu können. Wir werden diese Soundinstallation da drin in dieser riesigen Halle in einer sehr speziellen Situation zeigen können. Es ist ein Mobile, bestückt mit Lautsprechern, und diese Lautsprecher sind dann sozusagen Lautsprecher, die eine Gegenwirklichkeit des, sag jetzt mal, zu diesem Music, zu diesem ja, wie soll ich sagen, mal verkaufsfördernden Musikteppich, der in diesem Shoppingcenter drin normalerweise zu hören ist, eben entwickelt. Und was für Sounds werden das sein? Also was ist der Gegensound? Sehr unterschiedlich, etwas, was nicht irgendwie diese Melodiosität hat, etwas, was sehr experimentell ist. Das kann man nicht so in wenigen Worten beschreiben, das muss man selber hören. Kein Beispiel? Kein Beispiel, gut.